Oh Leute, nachdem ich vorhin gesehen habe, dass ich irgendwie so eine Art Hauptquartier bekomme. Ich hab. Das ist. Was soll ich damit. Was macht man damit? Ich brauche das Ziel dann irgendwie. Einfach 600 Minus. Was. So, ja, schön. So, kann ich noch. Stopp. Nein. Wie viel kann ich eigentlich leihen? Aus irgendeinem Grund unendlich. Achso, ich war über den Zeitpunkt drüber weg, wo ich jetzt ein bisschen mehr Geld kriege. Wir werden das aber nicht machen. Wir werden jetzt hier nur 2 Millionen nehmen von der Bank. Die ich einfach mal zurückzahlen. Aber so, dass ich hier sagen kann, okay, komm, ich mache hier ein kleines bisschen. Straßenverkehr zu basteln. Damit ich sagen kann, okay, ich mache hier keine Frau hin. Da ist der Kreis, da ist der Kreis. Das wird schon passen. Dann kann ich mich dann sagen, wir bauen jetzt der erste. Quam. Dazwischen nicht, macht keinen Sinn. Und dann können wir sagen, Gebäude. Bus-Tram. Dann werden wir hier jetzt elektrifiziert. Das Tram-Gleis. Machen wir. Geh mal hin. Plattform lassen wir erstmal, die nehmen wir mit. Was auch immer. Ach, das sind ja Fußgängerwege, glaube ich. Jetzt haben wir erstmal einen Trick. Achso, ja klar, wir brauchen einen Tram-Gleis. Der hätte auch mit Pferdekutschen. Schön aus. So. Auch wenn das hier nicht so richtig gefällt, müssten wir ein bisschen noch machen. Das ist ein Gebäude. Schön. Ich mache hier so eine kleine Güterabfertigung und dann natürlich unseren Dings haben. Sieht ein bisschen realistisch aus. So, wir brauchen hier drüben Straßenfahrzeug, Tram Depot. Fahrzeuge kaufen im Tram Depot. Eva. Oh, das sieht sehr komisch aus. Santiago. Oh. Die sehen natürlich auch geil aus. 40 km/h Projekt. Wenn sie die 200. Das ist. Aber es passen viel, viel mehr Leute dabei. Wir werden die Santiago nehmen, weil sie relativ klein ist. Davon nehmen wir erstmal 4 mit. Die auf eine neue Linie. Von hier. Also hier haben wir noch keine. Jetzt muss man gucken, ob das passt, wie wir das haben wollen. Also, wie sollen wir denn hier raus? Kommen wir hier rein.
Wir fahren dann hier hin, um hier hinzufahren. Der zieht hier rum. Zieht hier nochmal seine Kreise. Und das passt. Wunderbar. So, lassen wir es mit Linie 7. Sind sie auch gleich hier drauf eingestellt? Nein. Alle Fahrzeuge auf die Linie 7. Ab geht's. So. Ja, mal gucken. 19:30 haben wir es bei mir jetzt. Schöne Zahl. Und jetzt haben wir letztes Mal gesehen, dass wir Hauptquartier bauen. Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich damit anstellen soll. Hier direkt will ich das eigentlich auch nicht machen. Was ist hier dazwischen? Ach, das ist einfach nur so ein Gebäude, was ich anklicken kann. Das hätte man sich aber auch sparen können. Gut. Ist mir jetzt aber auch an sich recht. Was sagen die Sachen so an sich? Geiselein. 80% Versorgung. Okay, das ist natürlich Wachstum, 52% Bürger. Hier hinten ist natürlich ein bisschen langsam alles. Da produzieren sie. Frage ich mich, ob sie das irgendwann mal auch ausbauen wie im letzten Part. Was ist hier? Was ist mit Dates? Fahrzeuge, Straßen, Türmgleise. Jetzt. Das hat mir natürlich noch gefehlt. So. Gucken wir mal, dass hier einigermaßen alles läuft. Gerade wüsste ich nicht mehr. Also wir versuchen jetzt mal die Stadt, die Bahnstrecke auszubauen. Nicht, wo ich fahre und Benzin so herfahren. Also hier habe ich Dings. Ziemlich groß hier. Cool und cool. Also muss ja irgendwo. Wasser, damit ich gleich auf die Schiffe benutzen kann. Also Öl zu bekommen, ist das kleinste Problem. Ölraffinerien in der Nähe. Das ist das andere Problem. Nochmal Hochöl. Hier haben wir Ölraffinerien hier und hier. Das ist bloß die Frage. Hier ein Schiff lang fahren kann. Ich weiß nicht, wie groß die sind. So, das wird jetzt unser nächstes Problem. Wir können Geld holen, wie wir lustig sind. Ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Mach einfach noch 5 Minuten. Und dann werden wir im nächsten Part, wenn wir noch die Schiffe dann so richtig
loslegen und uns dann mal überlegen. Also ein bisschen Überlegung ist ja schon da. Wenn ich wüsste, wo. Hier ist mein Start. Ich habe ganz schön lang den Weg. Von hier bis hier. Na jo, die Güter wieder auf. Wir wollen ja bloß Güter transportieren. Sposti. So von hier. Und dann haben wir hier unten. Auf der Seite hier. Genau. Kotzt einen an. Du kannst mal deine Mutter fiepen, Alter. So. Werft. Bauen wir gleich so nebenan. Das sieht doch hübsch aus. Wenn sie kann das. Seiteneingang, Güter. Das ist das große Deck. Gut, interessiert uns ja jetzt auch gerade nicht. Wir wollen ja dann von hier, dann hier durch und dann ab zum Schiffhafen. Gucken wir jetzt rein. Nicht rein. Nächstes Mal ist das Thema Schiff und Xbox immer da rein. Wir werden jetzt noch die Bahnschiene versuchen zu legen. Und ganz simpel erstmal. Wir werden uns später nochmal darum kümmern. Das ist alles natürlich ein bisschen hübscher und schön aussieht. Ist das? Nein, wir brauchen Güterkopfbahn. Seht ihr, wir brauchen nochmal ein Ticket. Unser Limit ist 20 Millionen. Das gebe ich mir jetzt hervor. 20 Millionen ist jetzt mein Limit, was ich an Geld leihen möchte. Alles, was danach kommt, ist für mich Minusbereich. Hier muss ich hin. Gebäude, Güterkopfbahnhof. Wenn das hier braucht, hier ein paar Schnellzüge wahrscheinlich gebrauchen, weiß ich nicht. Muss man jetzt sehen. Süd an sich sieht das recht hübsch aus, muss ich mal sagen. Gefällt mir. Und wenn man mehr will, kann man hier drüben anbauen oder dann, wenn man hier ein neues Ding baut. Gleise, wenn man hier noch schnell verlegen, ist hier rüber. Und den hier kostet nicht so viel zu viel. Leinen sind mal ein bisschen immer noch so, dass wir noch was haben können. Und so. Noch hier rüber. Dann noch ein. Das ist so schön, das will man wieder sehen. So, hier ist ja ganz kleines Stück. So. Boing. So. Was machen wir hier noch?
ganz spontan. Spontan, dass wir einfach mal einen Zug uns holen können. Den Zug werden wir uns jetzt noch konfigurieren. So viel Zeit muss sein. Genau. Dazu werden wir uns, brauchen wir erstmal Kesselwagen. Bis zu 50 km/h können sie aushalten. Das würde uns natürlich ein bisschen schön vergrößern. Das gefällt mir besser. Wobei, ich muss natürlich gucken, wir machen das nächste Mal aus dem folgenden Grund. Ich muss gucken, wie die Schiffe behalten. Wenn die Schiffe nämlich das können, dann können wir ja nicht so viel. Gut, wir gucken nächstes Mal rein. Leute, wenn euch der Gast macht, fangt einen Daumen rum. Abonniert mich natürlich weiter. Kommt auf Twitch. Nico Gaming. Nico Gaming World 98. Und Man of the World. Happy. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.